oder der es seit einem, zwei Jahren auf seinem Handy installiert hat, dass wir die Leute wieder ans Spiel ranholen und wirklich diese Menschen dazu bewegen, dieses Spiel wieder zu spielen. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute will ich einfach mal so ein bisschen das Thema ansprechen. Clash Royale Zukunft, Clash Royale Vergangenheit. Wie sehe ich das Spiel in einem Jahr? Sowas in der Art. Beziehungsweise wie sehe ich jetzt gerade den, ich würde schon ein bisschen sagen, Verfall von Clash Royale Spielern, von dem Clash Royale Content. Immer weniger YouTuber bringen wirklich den Clash Royale Content, der früher gebracht wurde. Und darauf will ich heute so ein bisschen eingehen. Mich würde auch sehr interessieren, was ihr zu diesem Thema sagt. Ihr könnt diesem Video auch gerne schon mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr Clash Royale immer noch feiert und wenn ihr immer noch Bock habt, dass Supercell mal was Neues rausbringt. Ich werde, wie gesagt, heute mal so ein bisschen probieren zu analysieren, beziehungsweise zu voraussagen, was mit Clash Royale so in der Zukunft passieren wird. Also, ich habe jetzt gerade hier einen Graphen vor mir offen, den werde ich euch auch wahrscheinlich hier unter mir einblenden, beziehungsweise jetzt einmal hier ganz groß. Der spiegelt so, den habe ich bei Google Trends mir rausgesucht. Google Trends, da kann man einfach gucken, wie oft ein Suchbegriff, in einem bestimmten Zeitraum, ich glaube, das ist immer eine Woche, ich schaue mal gerade, ja, ungefähr eine Woche, wie oft ein Suchbegriff in einer Woche angefragt wurde. Und das ist halt einfach Clash Royale bei Google, beziehungsweise allgemein, bei Google, ganz grob gesagt. So, und daran kann man sich immer so ein bisschen orientieren, wie so eine Sache, die Menschen interessiert. Das ist eigentlich so ein bisschen so, das spiegelt so auch so ein bisschen wieder, wie viele Leute sich halt einfach für das Spiel interessieren. So, und da seht ihr jetzt ganz klar, ich werde das immer so ein bisschen mit den Peaks angeben. Wir haben hier im März 2016 so das allererste Hoch von Clash Royale. Da kam Clash Royale gerade so auf den Markt, beziehungsweise ich denke mal, das war so das Datum, wo es auch released wurde. Und da kamen halt so die ersten Leute da drauf, oh, das ist doch ganz cool, das Spiel. Danach suche ich jetzt einfach mal auf Google, da gucke ich mir jetzt mal die ersten Videos an. So, dann kam ein Verfall, würde ich jetzt einfach mal sagen, der auch so ein bisschen daraus, ich würde sagen, zu Folge kam, beziehungsweise der da auch zustande kam, weil in dieser Zeit, das ist so der August, da haben wir so den ersten, unser allzeit tiefstes Tief, das ist vom 7. bis 13. August 2016 und das war so eigentlich die Phase, wo ich glaube auch Pokémon Go rauskam. Beziehungsweise ich kann mich daran erinnern, dass das auch so eine Phase war, wo ich recht wenig hochgeladen habe. Weil einfach, ich glaube, ich hatte da wenig Ideen. Und ich meine, das war auch so die Phase, wo Pokémon Go so den ersten Aufschwung bekam. So, dann kam die Phase, wo sich das so ein bisschen eingependet hat. Dann hatten wir so vom September an bis zum April 2017 eigentlich so einen konstanten Uptrend. Und dann im April ging das Ganze dann auf das All-Time-High. Wir haben so vom April bis Juni, Anfang Juli, haben wir echt einen guten Zuwachs. Da haben viele Leute sich für Clash Royale interessiert. Es gab viel Content, der Content wurde sehr viel geschaut. Und seit Juli 2017, also seit neun Monaten, geht das Ganze jetzt so langsam, wirklich, aber auch stetig mit noch so einem kleinen Hoch im Dezember. Aber insgesamt haben wir hier einen ganz klaren Downtrend, der von damals 100%, das ist halt angegeben, wo sich am meisten Leute für diesen Suchbegriff interessiert haben, beziehungsweise wo am meisten Leute so alles rund um Clash Royale gesucht haben. Und das ging dann halt seit Juni eigentlich immer konstant runter. Natürlich gab es noch mal ein bisschen Ausschwankung, aber wir sind konstant runtergegangen. So, was man jetzt als allererstes sagen kann,
wir haben noch nicht den Boden erreicht. Wir gehen runter, wir haben noch nicht den Boden erreicht. Der Boden war im August 2016. So. Trotzdem kann man hier ganz klar sagen, das Spiel wird für immer mehr Leute uninteressanter. Es interessieren sich weniger Leute für dieses Spiel als vor noch einem halben Jahr, beziehungsweise als noch vor einem guten Jahr. So, das kann verschiedene Gründe haben. Ich nenne es jetzt einfach mal. Es kamen neue Spiele momentan. Ist Fortnite ja wirklich sehr im Trend. Dann, ja doch, ich würde sagen, viele, die auch. Ich würde sagen, es sind andere Spiele neu dazugekommen, die auch viel Interesse gefunden haben. Aber ich würde sagen, das ist auch teilweise verschuldet, dass Supercell diesem Spiel zwar immer mal so wieder ein bisschen Leben einhaucht, aber wir haben bisher noch nichts wirklich so gehabt, wo halt wirklich wieder selbst der Clash Royale Spieler, der am Anfang, als das Spiel gerade rauskam, dann eine Woche gespielt hat und sich gedacht hat, nee, das ist doof, das Spiel, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, oder der es seit einem, zwei Jahren auf seinem Handy installiert hat, dass wir die Leute wieder ans Spiel ranholen und wirklich diese Menschen dazu bewegen, dieses Spiel wieder zu spielen. Sowas gab es meiner Meinung nach nicht mehr wirklich so im Verlauf des letzten halben Jahres. Wir haben zwar immer wieder ein paar neue Karten, die released wurden, aber es kam nie so wirklich was dazu, wo man wirklich mal wieder alle Leute auf dieses Spiel, wo wir wirklich wieder alle Leute zu diesem Spiel geholt haben. Klar ist es nur so eine allgemeine Sache, es gibt immer noch echt, echt viele Leute, die das Spiel auch spielen. Das spiegelt auch eigentlich dieser Graph wider. Man kann ihn wahrscheinlich analog zu dem Graphen nehmen, wie viele Clash Royale oder wie viele Leute gerade Clash Royale spielen oder im Tag oder in der Woche. Ich habe jetzt diesen Graphen nicht zur Verfügung, ich habe nur diese Google Trends Graphen. Aber ich bin ganz klar der Meinung, dass wir auf jeden Fall einen Aufschwung brauchen. Ich bin der Meinung, dass Clash Royale noch lange nicht tot ist, was viele ja auch sagen. Nur, man kann sehen, ich bin ja noch einer, der hauptsächlich noch Clash Royale bringt. Abgesehen zum Beispiel, wenn wir am Product Placement oder sowas kommen, das nehme ich da jetzt mal außen vor. Aber sehr viele, ich sag jetzt einfach mal, die Zergs, Pookie, Mitch macht ja gar kein YouTube mehr, Lichtle macht auch kein YouTube mehr wirklich. Also die machen, Mitch macht noch YouTube, aber in einem anderen Bereich. Stamplay, der macht jetzt auch sehr viel Fortnite. Trimax macht viel Fortnite. Chef Strobel macht viel Fortnite. Luke macht auch kaum noch Clash Royale, der bringt auch viel Fortnite. Ihr seht, das Ganze schwankt so ein bisschen über. Und ich bin einfach der Meinung, momentan, ihr seht es, bei mir ist das eigentlich so der Hauptgrund, dass bei mir wenig kommt. Ist zum einen, weil ich keine Idee habe, was ich hochladen soll. Zum anderen aber auch ein viel, viel größerer Teil, dass ich einfach keine Zeit habe. Jetzt so den nächsten Monat, sage ich jetzt einfach mal, wird wie gesagt wenig kommen, weil ich jetzt einfach in einem Monat Abitur schreibe. Und das soll einen großen, großen Teil von meiner Freizeit sozusagen einfach auffrisst, ja, da muss ich viel Zeit, oder da nehme ich mir viel Zeit, dass ich da auch was Vernünftiges im Endeffekt dann bei rumbekomme. Und ja, man sieht ganz klar, immer weniger Leute laden auch Clash Royale hoch. Klar gibt es immer noch viel Content, aber im Vergleich zu dem Content, der zum Beispiel im letzten Jahr zu der Zeit produziert wurde oder im Sommer, im Juni, im Juli, im März, da kann ich mich dran erinnern, da haben viele Leute sich für Clash Royale interessiert. Die Views waren auch ganz klar höher als jetzt. Da kann man auch sagen, ja, da kann man auch so ein bisschen die Interesse an Clash Royale so ein bisschen wiedererkennen. Je nachdem, wie viel auch die Videos angeguckt wurden. Kann man bei allen YouTubern, bei allen Clash Royale-YouTubern auch ganz klar erkennen, dass das abgenommen hat. Das mag hauptsächlich daran liegen, dass, wie gesagt, weniger Leute auch dieses Spiel spielen. So, ich bin wie gesagt der Meinung, dass Clash Royale noch lange nicht tot ist, dass wir haben noch nicht den Boden erreicht. Es gibt immer noch einige Leute, die sich für das Spiel interessieren. Es ist um ein Drittel zu dem, was wir zu den Hochzeiten haben. Und das muss auf jeden Fall, dieses Potenzial muss wieder ausgeschöpft werden, dass wir auf jeden Fall wieder auf die 60%, sage ich jetzt einfach mal, kommen, wenn nicht sogar höher.
Und das muss ganz klar Supercell irgendwie schaffen. Ich weiß nicht, was sie momentan machen. Ich weiß nicht, ob an dem Spiel gearbeitet wird. Natürlich wird an dem Spiel gearbeitet, aber wir bekommen da ja momentan recht wenig mit. Und da hoffe ich einfach, dass Supercell da wieder was bringt. Dass wir wieder alle Spieler irgendwie dazu bekommen, dass das Spiel wieder mehr Anklang findet. Und ich bin auch ganz der Meinung, dass das Supercell hinkriegen wird. Wir sind noch nicht am Boden angekommen. Es gibt immer noch Interesse an Clash Royale. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Ich kann euch gerne auch mal einen Graphen in die Beschreibung packen, euch den verlinken, dann könnt ihr euch auch nochmal das Ganze selber angucken. Ihr könnt da auch bei Google Trends, keine Ahnung, Fortnite eingeben und das vergleichen. Ihr könnt da auch Pokémon Go eingeben und das vergleichen. Könnt ihr alles gerne machen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, das ist mit dem Video. Es war jetzt mal ein bisschen was anderes. Ging jetzt so um das Thema, ob Clash Royale tot ist, ob Clash Royale noch eine Zukunft hat, was mit Clash Royale in einem Jahr ist. Das kann ich, wie gesagt, nur predikten. Ich glaube, es geht wieder hoch. Aber es ist ganz klar nur meine persönliche Meinung. Ich bin kein Statistiker, kein Analyst. Ja, ich weiß nicht, was Supercell macht. Da habe ich keinen Einblick, keine Infos leider. Ich würde sagen, Leute, wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein, euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao.